Ich schneide einfach hier ein wenig. Ja, das sieht total toll aus. Ich liebe es. Hey, schau mal, was ich gemacht habe. Ist das nicht süß? Ja, ganz nett, aber ich habe hier zu tun. Schau, ich habe Snacks. Willst du welche? Ja, her damit. Bitte sehr. Hey, was macht ihr da? Ihr sollt euer Papier ausschneiden, nicht naschen. Hey, der Kleber ist auf den Boden gefallen. Hab ihn. Ah, das bringt mich auf eine Idee. Ich nehme einfach den kompletten Kleber aus dem Stick. Und jetzt gebe ich einfach diese Gummiringe hinein. Sie passen perfekt. Und jetzt kommt der Deckel oben drauf. Und niemand wird etwas bemerken. Hey, schau mal. Ein Kleber? Okay. Wow, krass. Du bist ein echtes Genie. Das ist genau, was ich gebraucht habe. Hey, was macht ihr beiden da? Ha, scheint, als würden sie an dem Handwerk arbeiten. Das ist gut. Sie sind schön fokussiert. Und jetzt schneide ich meinen... Du ruf mich an, wenn du fertig bist, ja? Stopp, stopp, stopp. Ich muss in diese Tasche reinschauen. Ja, genau wie ich es erwartet hatte. Kein Essen oder Trinken. Du kannst das halten, bis er fertig ist. Bis dann. Kinder. Blöde Regeln. Dann warte ich halt hier. Schaut sie noch? Sie scheint nicht mal bei Bewusstsein. Ich bin einfach richtig, richtig leise. Träum einfach weiter. Okay, ich glaube, ich bin sicher. Oh, Doktor! Er lenkt die Aufmerksamkeit von mir. Ah, perfekt. Mann, ich brauche einen Plan B und zwar schnell. Die Ärzte sind echt überall. Ach, zumindest war das Mädchen echt nett. Oh, die ist ja schwanger. Was für ein riesiger Babybauch. Ah, fast so groß wie meine Süßigkeiten-Tüte. Diese Frau wird auch gleich schwanger sein. Ich muss hier ein bisschen was arrangieren. Ja, her mit dir, du guter alter Rucksack. Und es kann losgehen. Zeit, diesen Bauch auf den Test zu stellen. Das muss ja nicht realistisch aussehen, oder? Das dritte Semester ist echt kein Witz. Noch eine Patientin. Was für ein cleverer Arzt du bist. Ach, nur Nina. Nina? Boah, dein Bauch ist ja riesig. Ja, und gleichzeitig zum Anbeißen. Du hast doch was in deinen Wangen. Ja, und ich habe noch mehr. Ein süßes Baby, ha? Huh? Ich habe es an der Rezeption vorbeigeschmuggelt. Alles für dich. Oh, ich weiß echt nicht, was ich ohne all das machen würde. Lass uns reinhauen. Boah, diese Schokolade ist der Hammer. Stopp, kannst du nicht lesen, kleines Mädchen? Ich bin eine Ausnahme. Lass mich rein. Komm schon. Mann, was hat denn der Kerl für ein Problem? Oh, ich weiß. Oh, das wird episch. Kleb ein bisschen doppelseitiges Klebeband auf den Boden dieser goldenen Praline. Und dann kleb's auf deinen Haarreif. Sieht aus wie eine goldene Krone. Die Schokokönigin kommt. Du schon wieder? Sieht aus, als hättest du deine Lektion gelernt. Viel Spaß bei der Show, Fräulein. Ach, kein Sicherheitstyp sagt mir, was ich zu tun habe. Ich hab's geschafft. Und ich kann jetzt sehr gut einen Snack vertragen. Schokolade und Fashion passen einfach gut zusammen. Das nenne ich mal ein Vorher-Nachher-Szenario. Okay, du kannst reinkommen, Brian. Isst du hier wirklich gerade Schokolade? Ma, hier ist kein Essen und Trinken erlaubt, Kumpel. Deine Zähne werden es dir danken. Boah, als ob ein Zahnarztbesuch nicht schon schlimm genug wäre. Ja, ich bin gerade beim Zahnarzt angekommen. Hey, hast du was zu essen? Leider nein. Du hast echt Glück, mein Freund. Was? Boah, das ist ja absolut genial. Danke.
Ew, ja, jetzt weiß ich, warum du hier bist. Ich tue dir einen Gefallen, glaub mir. Keine Süßigkeiten für eine Woche, Brian. Kevin, du bist dran. Jetzt sind es nur noch du und ich, Schoki. Naja, vielleicht auch lieber nicht. Man sieht sich immer zweimal, Wachmann. Cowgirl-Fashioniste? Die Lobby ist nicht groß genug für uns beide. Oh ja? Ja, wirklich. Zieh deine Waffen. Oh ja? Kannst du lesen? Zeig mir die Ware. Ach, hier gibt's doch nichts zu sehen. Ich schmuggle keine Snacks, Mister. Nur genieß die Show. Was für eine nette Lady. Sophia, du siehst ja umwerfend aus. Nicht verraten, ich bin vollgepackt. Und eins für dich. Oh, danke. Und jetzt kommt die Mode. Hallo, liebe Klasse. Atme tief ein und wieder aus. Jetzt Handflächen zusammen und beugt euch nach vorne. Und nochmal. Hä? Nicht schon wieder? Das ist so peinlich. Ach, kaum zu glauben, dass ich zu spät komme. Das war knapp. Ah, und wieder blockiert. Das sollte klappen. Was ist das für ein Geräusch? Ich muss nur meine Matte ausrollen. Dann bin ich startklar. Aber vorher ein kleiner Snack. Oh, falsche Seite nach oben. Arme ausstrecken, hm? Handflächen zusammen. Wann ist sie denn gekommen? Oh, unglaublich, die hat's mir abgekauft. Das ist meine Chance. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch gleich was mitnehmen. Schnell! Ich brauche hier nur einen schnellen Bissen. Ah! Jetzt streckt die Arme aus. Hey, was gibt's? Lust auf einen kleinen Snack? Juhu, da ist so viel Zucker drin. Ich zieh's vor, gesund zu bleiben, danke. So werde ich in Form kommen. Deshalb esse ich nur grünes Essen. Und Getränke. Du solltest das mal probieren. Ich? Ich bevorzuge eher die Regenbogendiät. Voller gelber Lebensmittel, braunem Essen und allem, was dazwischen liegt. Und nichts geht über das pinke Zeug. Nee. Kennst du nicht die Regeln? Oh, aber ich will das wirklich essen. Na, was soll's. Ich muss zu meinem Kurs. Boah, das ist so ein Mist. Ich schätze, dann trainiere ich mit leerem Magen. Natürlich frisch riechend. Warte mal. Ich habe eine Idee. Ja. Um das reinzuschmuggeln, nimm den Stick aus dem Deo raus und ersetze ihn durch Zuckerwatte. Raffiniert, oder? Und es riecht jetzt viel besser. Zeit ins Schwitzen zu kommen. Mach weiter! Nur eine Sekunde. Sorry, ich hol das nach. Genau, los geht's. Ja, Zeit für einen Snack. Boah, ich schwitze wie ein Schwein. Tu, was du nicht lassen kannst. War nur ein Witz. Aber ich brauche einen kleinen Zuckerschub. Ich fordere mein Glück besser nicht heraus. Mann, das brennt vielleicht. Oh, wann geht's denn endlich los? Ein leerer Platz? Super. Lass dich nicht stören. Hey, pass doch auf. Vorsicht. Ich bin so froh, dass ich für ein Eis angehalten habe. Hey, du, ist das ein Eis? Oh, oh. Was hast du denn an? Ui, meine Schuld. Ah, oh, das ist Couture, Lady. Upsi.
Jetzt muss ich damit laufen. Ach. Die fliegt sowas von raus. Die glaubt wohl, die kann mich verarschen. Presse? Eher eine Eiscremeschmugglerin. Das nehme ich. Nein. Gib mir das Ding. Direkt ins Auge. Oh. Ich verschwind lieber. Komm zurück. Bin ich endlich alleine? Das ist so gut. Lecker. Du bist in 5 Minuten dran. Das war knapp. Meine Krone. Ja, genial. Du brauchst Eishörnchen und etwas essbaren Kleber. Gib 2 Kügelchen auf den Rand und kleb sie dann auf deinen Haarreif. Am Ende bekommst du dieses Design. Vergiss das goldene Finish nicht. Natürlich essbar. Wow, diese goldene Krone ist spitze. Hier drüben, hier drüben. Und wenn du Hunger bekommst, brich einfach ein kleines Stück ab. Endlich bin ich alleine. Nur nicht vergessen. Fast leer. Ich bestelle mal lieber Neues. Hey, ich brauche eine Speziallieferung. Klopapier in Zelle 4. Alles klar, kein Problem, bin gleich da. Jetzt etwas Aufmerksamkeit erregen. Perfekt. Treffer. Eine leere Klopapierrolle? Willst du mir helfen? Hier müsste mal abgewischt werden. Widerlich. Hey, wir brauchen Klopapier in Zelle 4. Schnell. Es stinkt bis hierher. Hat hier jemand Klopapier bestellt? Fang! Danke! Meine Lieblingssorte. Das ist das beste Klopapier aller Zeiten. Davon brauche ich noch mehr. Warte, oh je. Das Curry gestern hätte ich nicht essen sollen. Oh nein, Lea, Hilfe! Hier, nimm das. Danke, du bist meine Rettung. Niemand da. Peng, peng, peng. Überfall. Keiner im Westen zieht schneller. Hallo, kennen Sie schon Robert, meinen Mäusefreund? Wow, wo kommst du denn her? Duschst du auch mal? Du bist verrückt und solltest dich mal rasieren. Wo ist es denn? Ah ja. Keine Sorge. Hilfe naht. Mal sehen, womit wir es zu tun haben. Soll der Schnauze weg? Hey, den habe ich ewig wachsen lassen. Da drüben, der ist das Problem, nicht ich. Na, von mir aus, Schätzchen. Jetzt kommt der Bart ab, Herzchen. Nein, er gehört zu mir und Robert liebt ihn. Halt dich fern. Es wird auch nicht wehtun. Jetzt lass mich ran. Aber, hey, das ist schön glatt. Ich bin noch nicht fertig, Schnuckelhase. Sieh her, ein kleines Extra. Aber das gibt's nicht umsonst. Geld, richtig. Das ist ein guter Handel. Cola. Keine Sorge, Robert. Ich teile mit dir. Lasst uns die 100 erreichen. Ich glaube, ich kann nicht. Mach weiter, Sophia. Du willst doch Muskeln, oder nicht? Denk nicht mal ans Jammern. Los! Es ist normal, so viel zu schwitzen. Fast geschafft. Ich fühle mich, als ob ich sterben würde. Okay, gut. 5 Minuten. Das war hart. Mann, ich habe so einen Durst. Oh, sorry. Warte, ist das eine Hantel? Am Ende sind Süßigkeiten drin. Macht's dir was aus? Oh, warte mal. Ein Glück für dich. Ich habe 2 dabei. Hier. Boah, das ist das coolste Ding. Ich glaube, ich fange an diesem Ende an. Wow, mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Das ist Himbeere. Achtung. Oh, so ist es richtig, meine Damen. Los geht's. Ich hab die Uhr im Blick, Mädels. Die perfekte Methode für ein paar Schleckis. Oh ja, das sieht gut aus. Bestes Training ever. Mir ist so langweilig. Ich weiß. Wer ist eine süße kleine Ratte?
Und los, kleine Ratte. Zeit für Stufe 1 meines Plans. Genau getroffen. Es funktioniert. Na toll, wie soll ich denn jetzt meine Zeitung lesen? Zum Glück habe ich diese Taschenlampe. Hey, warum machst du denn sowas? Sorry, ich bin nur hier, um das Licht zu reparieren. Na endlich, ich kann nicht arbeiten, wie lesen oder rätseln. Mach schnell. Hallo, hier drüben. Meine Augen. Ups, ich habe ein paar Spezialwerkzeuge. Ich nehme die hier. So viel Auswahl. Ich mache nur meinen Job. Jetzt muss ich aber weiter. Sie ist echt gut in ihrem Job. Vielleicht kann ich noch ein bisschen Spaß haben. Was ist denn jetzt? Oh, Ratte, Hilfe! Wo ist sie? Wo ist sie? Wow, seht mal Tinas Sixpack. Wie lange hat sie dafür wohl gebraucht? Ja, für die habe ich hart trainiert. 100 Sit-Ups am Tag haben sich ausgezahlt. Die sehen verdammt gut aus, oder? Boah, wie hat sie die denn bekommen? Ich kriege ja kaum die Hanteln hoch. Wozu überhaupt? Mein Hüftspeck ist genetisch veranlagt. Das macht doch keinen Sinn. Warum sieht sie nur so perfekt aus? Das ist einfach unfair. Dafür kann sie sich keine Snacks leisten, so wie ich. Ich kann ohne Schokolade nicht. Moment mal, ich hab's. Mögt ihr diese Schokoquadrate? Klebt doppelseitiges Klebeband auf die Rückseite. Und bringt die Schokolade auf eurem Bauch an. Wenn ihr das Shirt drüber zieht, habt ihr einen Sixpack. Und denkst du, meine Bauchpressen bringen was? Das nehme ich mal als ja. Ich muss noch ein paar Sit-Ups machen. Besser ist das. Und ich esse so lange Schokolade. So lässt sich's trainieren. So, meine Geburtstagswunschliste ist fertig. Happy Birthday! Oh, das wäre doch nicht nötig gewesen. Das ist zu lieb. Happy Birthday to me. Happy Birthday to me. Hoch soll sie leben. Hoch soll sie leben. Was ist denn hier drin los? Hui! Oh, ich hab Geburtstag, siehst du? Oh, herzlichen Glückwunsch. Was soll ich hier bloß schenken? Ich hab's. Hallo? Ja, ich bitte sofort. Es ist ein besonderer Anlass. Wow, das ging schnell. Du bist Masseur? Ganz genau. Ich weiß genau, wie es geht. Wow, wie professionell. Kannst du mich auch massieren? Mein Nacken ist so verspannt. Junge, tut das gut. Oh ja, genau, da tut es weh. Was ist los? Ich kann mich nicht bewegen. Halt! Klopapier aufrollen, das blödeste Geburtstagsspiel aller Zeiten. Hey, ich bin's. Ich habe ein Geschenk für dich. Als erstes die hier. Gummibärchengel. Blau, meine Lieblingssorte. Lecker, danke. Ich verschwinde mal lieber. Tschüss. Der steckt noch eine Weile fest. Hey, Kusch, das ist kein Nest. Verschwinde. Die Elemente sind echt knifflig. So viele Abkürzungen. Boah, mein Magen knurrt. Ah, Moment. Ich habe hier noch Schokolade. Tina? Weg damit. Aber ich habe Hunger. Na gut. Oh, keine Sorge, Tina. Ich habe was, was uns hier durchbringt. Wie wär's mit Fruchtgummi? Sucht euch süße Formen und gebt hinten Klebeband drauf. Macht die Schutzfolie ab und klebt die Fruchtgummis auf den Zopfgummi. Man merkt gar nicht, dass das Süßigkeiten sind. Und wenn ihr Appetit habt, kein Problem. Wow, das ist ja cool. Darf ich? Hier steht mein Name drauf.
Mädels, esst ihr eure Haare auf? Was gucke ich mir hier bloß an? Die verhalten sich wie Tiere. Ich werde diese ganzen Trends nie verstehen. Die kann ich doch mit reinnehmen, oder? Auf keinen Fall. Verdammte Regeln. Viel Spaß beim Film, Fräulein. Nächster. Wir haben nichts dabei, siehst du? Viel Spaß. Stehen geblieben. Drinks sind nicht erlaubt. Du kannst draußen trinken, okay? Das ist doch lächerlich. Ah, die Ballons. Die könnten mir helfen. Nehmt einen unaufgeblasenen Ballon und sucht eure Lieblingslimo aus. Ab mit dem Deckel. Und rein damit in den Ballon. Füllt ein paar Ballons so auf. Das ist ja frech. Sind gut versteckt, oder? Oh, Herr Türsteher, sind noch ein paar Sitze frei? Sie mögen mein Oberteil, nicht wahr? Hey, Püppchen, na klar. Ich liebe meinen Job. Ich kann nicht fassen, dass das geklappt hat. Und natürlich darf der Strohhalm nicht fehlen. Tina? Was denn? Ich will es nicht mal wissen. Oh, sieht aus, als hätte ich es gerade noch rechtzeitig geschafft. Na, bald ist es soweit. Hey, kleines Baby. Muss das so klumpig sein? Naja, wenn es unbedingt sein muss. Ach Mann, das ist mein geheimes Marshmallow-Versteck. Kann ich die nicht behalten? Auf keinen Fall, absolut nicht. Kein Essen und keine Getränke während des Flugs. Und jetzt, gute Reise. Hallo? Oh, wer ist das denn? Oh, nicht streicheln, ich hab's verstanden. Lass mich das mal überprüfen. Ja, na dann eine gute Reise. Hey, Sophia, was ist denn los? Ich wusste gar nicht, dass du einen Hund mitbringst. Boah, Zähne. Ach, die werden dir nichts tun. Das ist doch nur ein Köder, um meine Snacks zu verdecken. Ziemlich genial, oder? Also mich hast du reingelegt. Lust auf ein bisschen Cookie-Action? Ah, deshalb sind wir beste Freunde. Danke, Tina. Ich bin so hungrig. Ich war noch nie in meinem Leben so bereit, irgendwas zu essen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das wirst du schon mögen, Süße. Haferschleim ist voll ekelhaft. Da gönne ich mir doch lieber einen Riegel. Geht nichts über Milchschokolade. Meine Mutter ist hinter mir, oder? So wird man kein erwachsenes Mädchen. Iss den Haferschleim, Naomi. Das kriege ich bestimmt nicht runter. Da ist einfach nur dicker Brei. Warum muss mein Leben so schrecklich sein? Es sei denn, jetzt wird geschummelt. Nehmt euch eine Topfpflanze und entfernt den Untertopf. Legt die Pflanze so hin und verwendet ein Cuttermesser, um den Boden zwei zu teilen. Schneidet jetzt den Boden eines Popcorn-Eimers aus. Verwendet die Klebepistole, damit die Pflanze stabil bleibt. Zurück zum Topf. Schüttet ein paar Süßigkeiten rein. Und verdeckt sie mit der Pflanze. Fehlt nur noch die Blumenerde. Sieht unauffällig aus. Wenn Mutti nicht guckt, könnt ihr euch was abgreifen. Beeil dich lieber. Was Mutti nicht weiß, macht sie nicht heiß. Sie kommt. So lecker. Siehst du, Mama, ich esse brav meinen Haferschleim. Das freut mich, Süße. Guten Appetit.
Sie ist naiver, als ich dachte. Und noch einen Haps vom Schokoriegel. So stelle ich mir ein gelungenes Frühstück vor. Hallo, hier ist mein Reisepass. Ja, der ist in Ordnung, aber lass mich dich mal genau unter die Lupe nehmen. Ich scanne dich nur kurz mit meinem Foodscanner. Gib es her, der Scanner liegt nie falsch. Das habe ich mir schon gedacht. Du wolltest Snacks durch den Zoll schmuggeln. Wir machen mit dem Scan weiter, ja? Aber ich wollte diesen Lolli unbedingt essen. Pech gehabt. Ich konfisziere ihn. Ich werde dir alle Snacks und Süßigkeiten wegnehmen. Auch den Kaugummi, den ich kaue? Na gut. Hier. Hier ist dein Reisepass. Genieß den Rest des Tages. Hallo, hier ist mein Reisepass. Oh, schau dich an. Du glühst ja förmlich. Dann will ich dich nicht länger aufhalten. Geh durch. Ich setze mich hier erstmal auf den Stuhl. Schaut jemand? Nee? Ah, gut. Zeit, mein Baby zu holen. Das ist mein Food-Baby. Diesen Strandball mit Limo zu füllen war eine tolle Idee. Ich kann trinken, wann immer ich durstig bin und niemand merkt was. Schöner Strandball. Oh, ja, ich denke. Nee, im Ernst. Das ist wirklich clever. Schau, was ich gemacht habe. Ich verstecke meinen Drink in meiner Plüschkatze. Sieht aus wie ein Spielzeug, aber ist mit Limo gefüllt. Das ist ja der Hammer. Oh, sowas von clever. Prost. Hi, können wir zum Pool? Was? Mann, wir dürfen nichts mit reinnehmen? Dafür ist die Mülltonne da. Boah, das ist echt Mist. Hey, ist noch Platz am Pool? Ja, nicht mit der Limo, die kommen nicht rein. In den Müll damit. Ach, du bist so verrückt. Ich habe noch nie Essen verschwendet. Was ist denn das alles? Ah, die Antwort ist plötzlich ganz klar. Bin gleich wieder da. Zuerst nimmst du dein Stirnband ab. Und ziehst dir ein paar Haare ins Gesicht. Leg die Limo-Dose oben drauf. Leg die Haare zurück. Und sichere das Ganze mit einer Haarnadel. Dann binde das Stirnband wieder um. Das ist süß, oder? Dann probieren wir das mal aus. Wünsch mir Glück. Ich habe nur mein Handtuch. Kann ich jetzt rein? Hier drin versteckt sich nichts, oder? Ich lüge doch nicht, siehst du? Bis dann. Oh, hey Thomas. Macht die Hitze dich durstig? Das scheint ein guter Zeitpunkt für ein kaltes Getränk zu sein. Was für eine Haarzauberei war das denn? Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Oh, das ist so erfrischend. Willst du teilen? Ich denke schon, ja. Boah, die schmeckt sogar noch besser als normal. Danke. Kein Problem, Kumpel. Oh, diese Laufstegshow ist klasse. Okay, niemand schaut her. Zeig mir was zu gönnen. Wo hast du denn das Croissant her? Ich bin am Verhungern. Ich habe seit Stunden nichts gegessen. Oh nee, das muss ich verstecken. Noch ein bisschen Puder hier. Mal sehen. Vielleicht das hier? Ja, das wird passen. Und was ist hier los? Was ist das denn, Krummel? Jemand hat hier gegessen. Du hast Essen mitgebracht. Essen bei meiner Modenschau. Was ist das für ein ekelhaftes Gebäck? Ich sage dir, was das ist. Müll! Was ist mit dir? Versteckst du etwas? Nein? Na gut, nehme ich an. Puh, endlich ist sie weg. Denn ich verhungere und brauche einen Snack. Hast du gerade Make-up gegessen? Boah, ist das eklig. Schau, das ist doch kein Make-up. Ich zeig's dir.
Ich habe so einen quadratischen Kaubonbon genommen und aus der Verpackung geholt. Der nächste Schritt war einfach. Ich habe es einfach mit meinen Händen geformt. Ich habe ihn herumgerollt, bis er weich wurde. Und als er eine Kugel war, habe ich ihn platt gedrückt. Dann habe ich meine Make-up-Palette genommen und die Farben entfernt. Die Bonbons passen perfekt in die Spots vom Make-up. Ich habe die ganze Palette mit Süßigkeiten gefüllt. Siehst du? Ich esse kein Make-up. Probier einen. Oh, danke. Der ist gut. Hey, diese Jungs sind ziemlich gut. Ja, wir schaffen das. Einen Moment. Ihr habt doch kein Essen dabei. Oder? Was haben wir denn hier? Ach, ich dachte, ihr Kinder wisst das besser. Ach, wir haben doch nur ein paar Kleinigkeiten mitgebracht. Zählen Bonbons überhaupt? Nö, ihr seht die Band nicht. Sorry. Oh, das ist unglaublich. Wir waren so nah dran. Ach, verliert noch nicht die Hoffnung. Wart auf mich. Entleere einen Ballon und befülle ihn mit deinen Lieblingssüßigkeiten. Drück sie einfach rein. Jetzt musst du ihn nur noch aufblasen. Mit einer Luftpumpe funktioniert es am besten. Sieht unauffällig aus, oder? Also gut, los geht's. Moment mal, ihr wart doch gerade eben erst hier. Ja, wir versuchen das nochmal. Soweit, so gut. Können wir jetzt reingehen? Oh, das wird die beste Nacht überhaupt. Oh, das schreit nach einer Feier. Bonbonzeit. Uhu. Bonbons und BTS. Oh, gibt's was Besseres? Das Video ist toll und ich könnte das auch machen. Von wegen, der ist echt hingefallen. Boah, so dumm. Thomas, woher hast du das Getränk? Oh, keine Sorge. Das ist Gemüsesaft, keine Limo. Oh, okay. Dann ist es ja gut. Wow, sie beobachtet mich immer. Gut, dass ich mir diese Getränkeverkleidung ausgedacht habe. Ich muss dafür sorgen, dass alle Pflanzen genug Wasser bekommen. Apropos trinken, ich bin ein bisschen durstig. Ich nehme nur einen kleinen Schluck. Es wird ihm nichts ausmachen. Oh nein, Mama, warte. Nein, sie ahnt etwas. Wow, dieser Gemüsesaft ist köstlich. Ich kann verstehen, warum du ihn so gerne trinkst. Oh, sie nimmt meinen Drink mit. Ah, gut, dass ich einen Ersatz habe. Ah, er ist wieder aufgestanden. Okay, ich mache meinen Spind auf und hole die Süßigkeiten raus, die ich hier versteckt habe. Sieht so aus, als ob die Luft rein ist. Das heißt, es ist Kaugummi-Zeit. Hey, wir wollen auch Kaugummi. Reich mal rum. Ach, kommt schon. Das sollte doch mein Kaugummi sein. Hier, nehmt das. Jeder kann ein Stück haben. Ach, jetzt habe ich kaum noch Kaugummi übrig. Nur dieses winzige Stück. Ich wünschte, ich könnte meinen Kaugummi verstecken, sodass niemand was bemerkt. Das ist es. Ich habe eine tolle Idee. Okay, hier ist meine Kaugummirolle. Ich rolle ein bisschen ab und schneide es dann ab. Das sollte reichen. Jetzt zu meinem Pulli. Für den nächsten Teil brauche ich essbaren Kleber. Zeit, meinen Pulli in einem coolen Muster zu dekorieren. Genauso. Ich klebe die Kaugummistreifen mit dem Kleber auf meinen Pulli. Fertig. Mein Pulli sieht so toll aus. Ist jemand in der Nähe? Nee. Das bedeutet, ich kann das Geheimnis meines Pullis lüften. Keiner weiß, dass ich Kaugummi habe. Das heißt, keine Schnorrer mehr. Ups. Ich sehe, was du da in deiner Hand hast. Kann ich ein Stück von einem Kaugummi haben? Oh, ja, sicher, hier. Ausgezeichnet, danke. Das ist mein Lieblingsgeschmack. Oh, das war ganz schön knapp. Ich dachte schon, ich bin in Schwierigkeiten. Zum Glück habe ich genug Kaugummi.
Okay, gehen wir rein. Psst, wir wollen nicht, dass sie uns finden. Okay, wir haben das Brot. Zeit, ein bisschen Erdbeermarmelade drauf zu pumpen. Oh, du bist ein echtes Genie. Das sieht ziemlich lecker aus. Oh, das ist echt gut. Ach ja, schau dir an, was ich hab. Ja, richtig. Marmelade in der Zahnpastatube. So clever. Zeit für unsere Snacks. Hm, was ist das? Thomas? Tina? Oh nein, es ist Mama. Sie hat uns gefunden. Ich denke, ich sehe besser nach, was da los ist. Versteck dich, sie kommt. Ich hätte schwören können, dass ich sie hier drin gehört habe. Etwas Verdächtiges geht vor sich. Ich schätze, ich habe mich geirrt. Aber wenn ich schon mal hier bin, kann ich mich auch gleich eincremen. Was ist da? Ah. Warte mal. Das ist Marmelade. Thomas? Tina? Wenn ich sie finde, dann bekommen sie Ärger. Okay, scheint, als ob sie weg ist. Kommen wir zurück zu unserem Snack. Endlich. Das ist so gut. Wir haben uns das definitiv verdient. Alles klar, die Luft scheint rein zu sein. Mach sie schnell auf, bevor du erwischt wirst. Ihr wisst, dass ich euch sehen kann, oder? Gib das her. Hey, ich hab eine tolle Idee. Genau, wer braucht schon Magie, wenn wir Strohhalme haben? Dann stecken wir sie mal zusammen. Die ersten beiden sind fertig und jetzt die anderen. Ja, der wird lang. Aber es muss noch viel länger werden. Nur noch ein kleines bisschen weiter. Es klappt! Ich kann's kaum glauben. Na gut, Zeit für Kniebeugen. Oh, das ist so langweilig. Ich brauche einen Snack. Oh, dieser Donut sieht köstlich aus. So lecker und frisch. Was ist denn das für ein Geruch? Es riecht nach Gebäck und Zucker. Wo kommt denn dieser Donut her? Ich rieche definitiv was. Ja, gut gemacht. Puh, fast hätte er mich erwischt. Gut, dass ich zwei Donuts dabei habe. Zurück zur Snackzeit. Oh, der ist sogar noch besser als der erste. Oh, ich rieche ständig Donuts. Und ich kann schwören, dass ich Kaugeräusche höre. Mist, er wird schon wieder misstrauisch. Das gibt's doch nicht. Ein zweiter Donut? Danke, ihr Donutgötter. Dieses Training ist anstrengend. Ich vermisse meine Donuts. Das ist so cool, oder? So langsam habe ich aber schon Hunger. Mein Magen knurrt schon total. Hey, hey, schau dir das an. Du hast vorausgesehen, dass ich Hunger habe. Oh, tut mir leid. Moment, ich glaube, ich habe die Lösung. Tada, Schokolade aus meinem Ärmelversteck. Unglaublich, du bist echt mein Held. Wow, scheint, als ob ich jetzt was vorhersehe. Das sind wir, wie wir die Schokolade essen. Oh nein, wir werden erwischt. Und verwandelt. Ich will kein Eichhörnchen sein. Ich bin total schlecht im Bäume klettern. Wir müssen uns was einfallen lassen. Ich bin echt fast am Verhungern. Ha, ich frage mich, ob wir...
Hey, schau dir meine Idee an. Jetzt noch ein bisschen Magie. Perfekt, sie passt genau auf das Smartphone. Das ist ja eine Menge lecker aussehender Schokolade. Ich muss auf jeden Fall jetzt ein Stück haben. Oh mein Gott, die ist so lecker. Hey, was ist da drüben los? Ihr zwei, esst ihr etwa? Nein, Sir, das ist nur mein Handy in einer Handyhülle. Na dann macht weiter mit eurer Wahrsagearbeit. Kaum zu glauben, dass das funktioniert hat. Komm, wir essen noch was mehr. Ich glaube, ich verstehe tatsächlich was von dieser Mathematik. Aha, ich auch. Oh, du hast Snacks. Gib mir welche. Sharing's caring. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Da muss ich mich wohl geirrt haben. Ja, das hast du wohl. Oh, ich wusste doch, dass die irgendwo Snacks versteckt hat. Zeit, der Sache auf den Grund zu gehen. Als Snack-Detektiv. Kein Snack bleibt von mir unentdeckt. Ich muss nur Beweise für den Snack finden. Aha, ein Snack-Hinweis, ja. Ich erkenne an der Farbe und Größe dieser Verpackung, dass es sich definitiv um einen Snack gehandelt hat. Und die Snacks sind in dieser Schachtel versteckt. Oh, nein. Ja, dein Geheimversteck. Ja, und das ist eigentlich ein ziemlich cleveres Snackversteck. Zuerst muss man eine Stiftschachtel leeren. Dann schneidest du die Stifte halb ab und steckst sie zurück in die Schachtel. Wie du siehst, sehen sie die Stifte in Originalgröße aus. Aber wenn du den oberen Teil der Schachtel mit den Stiften zumachst und der Boden der Schachtel offen ist, hast du Platz. Und diesen Raum kannst du nutzen, um leckere Snacks zu verstecken. Diese Fruchtbonbons passen perfekt rein. Ja! Vergiss nur nicht, die Packung zu schließen. Diese Snacks sind gesichert und vor Blicken verborgen. Gut gemacht, Madison. Aber jetzt ist es Zeit zum Teilen. Na gut, weil du mein Geheimnis entdeckt hast. Ah, dann bekommst du auch ein Stück. Nee, ich will mehr. Oh Mann, du bist der Schlimmste, Jake. Hier. Ja, ich bin vielleicht schlimm, aber diese Snacks sind die besten. Was soll ich nur malen? Ah, ich weiß. Die Magie hat das viel besser gemacht, als ich es je könnte. Sehr schön. Ich mal einfach ein Gänseblümchen. Die sind süß und ich liebe sie. Mal sehen, wie weit ihr mit euren Bildern seid. Sehr schöne Arbeit, beeindruckend sogar. Und was haben wir hier? Naja, du hast es wenigstens versucht. Okay, er ist weg. Ich zeig dir mein Geheimnis. Igitt, warum trinkst du dein Farbwasser? Kein Farbwasser, ich zeig's dir. Siehst du? Das ist Fanta Orange. Echt jetzt? Du bist echt schlau. Danke. Und hier, bedien dich. Das löscht echt gut den Durst. Was ist denn da schon wieder los? Sie trinken Farbwasser? Ich werde echt nicht genug bezahlt, um sowas auszuhalten. Diese Chemietests zu benoten. Mal sehen, wie schlecht meine Schüler abgeschnitten haben. Oh, wieder einer durchgefallen. Sechs. Nächster Test. Oh, das Bewerten macht mich echt hungrig. Ach, verdammt. Warum braucht mein Körper immer Nahrung? Hier muss es doch was geben, womit ich mich auftanken kann. Nee, nur noch mehr Sechsen. Warte. Eureka. Ein leckerer Snack genau dann, wenn man ihn braucht. Warum ist das so schwierig? Oh, die Süßigkeiten. Ich muss das schnell aufräumen. Was soll ich denn mit den ganzen Süßigkeiten machen? Kann ich die alle essen? Oh, keine Zeit. Ich habe eine Idee. Dafür brauche ich meinen Marker. Ich nehme die untere Kappe ab und ziehe den Filzstift mit einer Pinzette raus. Jetzt ist der Marker leer und ich kann die Süßigkeiten reinschütten. Ja. Sieht aus wie ein ganz normaler Marker. Eureka, die Snacks sind zur Hand und die Schüler haben keine Ahnung. Zeit, mich selbst zu verwöhnen. Absolut köstlich.
Ja, jetzt wird's Zeit zu unterrichten. Madison! An die Tafel! Okay. Löse diese Gleichung. Mal sehen, ob du diese Aufgabe gewachsen bist. Während sie arbeitet, ein schneller Snack für mich. Hey, habe ich gerade Süßigkeiten gehört? Nö, du weißt doch, dass Süßigkeiten in meinem Klassenzimmer nicht erlaubt sind. Ich bin mir sicher, dass ich Süßigkeiten gehört habe. Ich bilde mir das doch nicht ein. Aber ich beende besser diese Gleichung. Tada! Falsch! Du hast diesen Teil der Gleichung nicht beachtet. Ich wusste, hier sind Süßigkeiten. Oh, sie haben die ganze Zeit versteckt. Nö. Ich gebe dir eine Eins für dein Schweigen. Jetzt geh zurück an deinen Platz und erzähl's niemandem. Stopp. Lass mich mal sehen. Ja, genau. Ah, los geht's. Hey, du versteckst kein Essen, oder? Und du, junge Dame? Was hast du denn da unter dem Arm? Zeig mal her. Och. Oh, du hast all das versteckt? Bis später. Was für ein blöder Typ. Was denn mit denen los? Oh, hi, Hübscher. Wir tragen beide Ketten. Deine sieht echt cool aus. Das ist es. Komm schon. Gib mir deine Schokolade. Vertrau mir. Ich bin gleich wieder da. Okay. Hier. Nur für dich. Lass es uns probieren. Oh, diese Kette ist unglaublich. Wirklich einzigartig. Mal rein mit dir. Boah, das ist echt toll hier. Und schau dir mal ein schönes Accessoire an. Ich könnte einen Snack vertragen. Welches wirst du essen? Das hier. Schoko-Cheers. Oh Mann, die sind so lecker. Und wir wären fast nicht reingekommen. Hey, mein Lieblingslied. Wäsche nur den Boden. Was soll das? Pass auf die Füße auf, sorry. Ich krieg hier nichts auf die Reihe. Bin gleich fertig, versprochen. Wenn ich mit dem Lesen fertig bin. Pass mit dem Ding auf. Ich werde hier nicht respektiert. Ich mache jetzt Pause. Es hat tatsächlich geklappt. Ist jemand hier? Hey, psst. Was ist das für ein Geruch? Es riecht süß. Und es kommt von deinem Kopf. Du meinst meine Haare? Gib mir was davon. Köstlich. Ich will mehr davon haben. Das ist so gut. Du hast kein einziges Haar übrig gelassen. Alles in diesem Bauch. Oder? Was dann? Hallo. Wie geht's? Ich muss los. Ich muss dich zuerst scannen. Versteckst du hier was? So ein Mist. Den habe ich mir für später aufgehoben. Wow, gib sie her. Fein. Hier sind sie. Bist du jetzt glücklich? Geh einfach. Egal, wo war ich? Hey, hier drüben. Nimm meine Kopfhörer. Hallo? Was? Ich habe keinen Besuch erwartet. Kein Essen, ne? Mach sie auf. Ja. Ich habe solche Plastikdeckel genommen und sie besprüht. Dann habe ich sie hier befestigt. Siehst du? Die perfekte Größe für einen Donut. Cool, oder? Und sie sehen total echt aus. Ah, hab's kapiert. Du hast meine Lieblingssorte.
Ich habe mich wie verrückt danach gesehnt. Zeit, die Essenskiste zu öffnen, Snacks reinlegen und wieder verschließen. Ihr kennt die Regeln. Jegliches Essen wird beschlagnahmt. Es ist absolut kein Essen während des Tests erlaubt. Okay, verstanden. Wir konzentrieren uns voll auf den Test. Das könnte in Zukunft eine gute Testfrage sein. Ich habe irgendwie Hunger. Mein Magen, sei ruhig, kein Knurren während des Tests. Moment mal, ich weiß, was ich tun kann. Ich habe meinen geheimen Mentos-Vorrat dabei. Aber wenn ich eines esse, breche ich meine eigenen Regeln. Die Schüler wären total enttäuscht von mir und ich würde als echter Heuchler dastehen. Oh Mann, das will ich nicht. Ich weiß, was ich tun kann. Ich werde einfach diese Pflanze hier rüberschieben. Die Pflanze muss hier kurz raus. Und ich gebe die Mentos in den Topf. So, die Pflanze kann wieder zurück in ihr Zuhause. Okay, schaut einer der Schüler zu mir? Schnell, nimm eins. Genau, was ich gebraucht habe. Hey, was geht da vor sich? Isst sie da etwas? Was schaut ihr so? Konzentriert euch auf den Test. Ich kann's nicht glauben, es ist schon wieder Freitag. Wer ist das denn? Es ist Jake und er will auf ein Date gehen? Das ist großartig, Annie. Was soll ich nur anziehen? Hä? Seit wann habe ich den denn? Jake kann mich so unmöglich sehen. Ich hoffe, er versteht das. Sag nicht ab, Annie. Hä? Das muss er doch nicht. Schau doch. Ich zeige dir einen kleinen Trick. Wir wenden etwas Magie an. Sprühe etwas Haarspray auf einen Pinsel. Tippe ihn dann in etwas Foundation. Bereit? Los geht's. Nur ein kleines bisschen hier. Das erinnert mich total an Sommersprossen. Und sie sehen echt natürlich aus. So wird niemand den Pickel bemerken. Ich kann's nicht glauben. Man sieht ihn nicht mal mehr. Danke. Kein Problem. Das ist bestimmt Jake. Ich will nicht mehr absagen. Das kommt, wenn man zu schnell antwortet. Egal, ich sehe toll aus. Willst du was? Willst du das? Hä? Willst du diesen Snack? Hab dich! Und den Snack jetzt auch. Nun, schön für dich. Hier habe ich noch etwas mehr. Bereit? Fang! Oh Mann, ich habe keinen einzigen gefangen. Hier, schau mal, ob du den auf der Nase balancieren kannst. Okay, schau, es klappt. Noch ein paar mehr. Ich versuche, sie noch höher zu stapeln. Ah, die Glocke. Mist, was für ein Chaos. Überall liegen Snacks herum. Das erfordert etwas Einhornmagie. Los geht's. Ja, das Müsli löst sich auf. Oh, du setzt deine Magie ganz wunderbar ein. Die Lehrerin kommt. Wir sind genau rechtzeitig fertig. Ihr zwei seht aus, als führt ihr was im Schilde. Oh nein, da liegt noch eins auf meinem Handy. Hat sie es gesehen? Juh, sie war abgelenkt. Moment mal, ich habe eine tolle Idee. Okay, ich habe das Müsli und gebe etwas Glasur obendrauf. Ich zeichne einfach einen Kreis. Fertig, sieht aus wie ein Donut mit Glasur. Und jetzt noch ein paar Streusel mit der Pinzette auftragen. Jetzt sieht es wirklich wie ein Donut aus. Okay, weiter geht's. Ich brauche etwas weiße Glasur. Die weiße Glasur dient als essbarer Kleber. Und jetzt klebe ich sie auf meine Handyhülle. Dann wiederhole ich das Ganze und mache viele weitere Mini-Donuts. Oh mein Gott, schau nur, wie süß. Fertig, die ganze Hülle ist bedeckt. Hey, schau mal. Was? Ich sehe nichts. Warte, es riecht echt gut. Du hast kleine Müsli-Donuts gemacht und die sind so lecker. Nicht wahr? Ich muss schon sagen, ich bin echt stolz auf mich. Ich bin so hungrig. Man kann hier einfach nicht schlafen. Jetzt ist die perfekte Zeit. Mach dein Ding, kleine Maus. Viel Spaß.
pass auf! Was ist das für ein Geräusch? Ich habe hier irgendwas gehört. Ich krieg dich! Ist ein Verbrecher auf der Flucht? Nein, schlimmer! Oh, Mausi! Bist du hungrig? Ich weiß, dass du hier drin bist. Was für eine Idiotin! Ich habe jetzt die Kontrolle. Gummibärchen-Lieferservice. Kommt sofort. Wir sehen uns. Was war das? Wow! Was bist du für ein Augenschmaus? Entschuldigung. Es ist kaputt. Ich kann es nicht stoppen. Du hast die Kontrolle, was? Wie schwer kann das sein? Sei still. Wo ist das Ding? Ich bin weg. Willst du ihn nicht zurück? Ich glaube, ich bin aus dem Schneider. Als ob ich im Gummibärchenhimmel bin. Schau dir das an, was zu... Jetzt können wir unsere Snacks gar nicht mitnehmen? Was machen wir denn jetzt? Hey, warte! Das Tape! Das könnte die Lösung sein! Was? Verstehe ich nicht. Wovon sprichst du? Hier, ich erkläre es dir. Hi, Lehrerin! Ich liebe Ihren Unterricht! Meine Lieblingsstunde! Und Ihr Outfit sieht einfach umwerfend aus! Oh, nun... Dankeschön. Warum setzt du dich nicht schon mal hin? Ha, was für ein nettes Kompliment. Psst, es hat funktioniert. Mal sehen. Komm doch mal her. Ich habe eine Gleichung, die an der Tafel gelöst werden muss. Los geht's. Probier dich mal daran. Meine Chance auf einen Snack. Hä? Was geht hier vor sich? Ich löse nur die Gleichung, wie Sie es wollten. Ah, schätze, da war nichts. Sieht alles gut aus. Ich kann nicht glauben, dass das so gut funktioniert hat. So. Oh, ich habe meinen Kaugummi vergessen. Keiner schaut. Das ist meine Chance. Zeit für einen Kaugummi. Ich will auch was. Das sind nicht meine Regeln. Kaugummi muss man teilen. Okay, na gut. Dann nimm den hier. Ja, das ist mein Lieblingskaugummi. So lecker. Danke fürs Teilen. Klar, was soll's. Und jetzt komm ich dran. Oh nein, das ist in meinem Unterricht absolut nicht erlaubt. Nein, der letzte Kaugummi. Die Lehrerin hat ihre Einhornmagie benutzt, um es mir wegzunehmen. Das ist hier absolut untersagt. Aber ich hatte gar keinen Kaugummi. Ich kann nicht glauben, dass sie ihn mir weggenommen hat. So unfair. Warte, ich habe ja noch ein zweites Päckchen. Aber ich muss sicher gehen, dass sie mir das nicht auch noch wegnimmt. Hä? Oh. Es muss doch etwas geben, um es schützen zu können. Okay, ich glaube, das hier könnte mein Problem lösen. Ich nehme diesen Textmarker und entferne die Unterseite. Und jetzt nehme ich eine Pinzette, um die Tinte zu entfernen. So, jetzt kann ich meine Kaugummis hineingeben. Zum Schluss schließe ich die Unterseite wieder, um den Kaugummi sicher zu halten. Ja, geheimer Kaugummi-Container. Das ist meine Chance auf die Leckerei. Das wird den Unterricht um einiges besser machen. Lecker! Moment mal, hat sie da etwa noch mehr Kaugummi? Irgendwas ist verdächtig. Ich schau besser mal genauer nach. Was hast du hier? Irgendwelche Schmuggelware? Naja, scheint alles in Ordnung zu sein. Okay, ich lasse euch weiterarbeiten. Ja, mein Geheimversteck hat die Lehrerin wirklich ausgetrickst. Nicht so schnell! Auf dieser Party herrscht ein Essen- und Trinkverbot. Oh nein, er hat den Typen wegen Essen weggeschickt. Was mache ich jetzt mit meinen Süßigkeiten? Die brauche ich. Ich esse sie einfach sofort. So gut. Oh, ich verstecke ein paar hier. In meinen Ärmeln und auch in den Socken. Okay, das sollte reichen. Zeit für die Party.
Mal sehen, hast du Essen oder Trinken dabei? Soll das ein Witz sein? Ich sehe deine Süßigkeiten. Süßigkeiten? Das gehört doch nur zu meinem Outfit. Na los, mach die Fliege. Oh, warum hat er mir nicht geglaubt? Hey, Moment mal, vielleicht kann mir die Blumenkette weiterhelfen. Okay, ich schneide die Blumenkette hier auf. Dann nehme ich sie auseinander bei ihr Blümchen. Soweit so gut, das ist die letzte. Nun habe ich die Schnur der Kette. Ich breite sie aus und lege sie gerade vor mich hin. Nun befestige ich natürlich Süßigkeiten daran. Ich lege sie nebeneinander hin, etwa so. Yep, das wiederhole ich nun mehrmals. Seht euch all die Süßigkeiten an. Die Endstücke falte ich nach unten. Sie sollen wie Bänder aussehen, die an einer Kette herunterhängen. Okay, wir geben noch mehr dazu. Ein Hoch auf Süßkram. Die Blumen muss ich natürlich wieder anbringen, damit es auch als Blumenkette durchgeht. Und sie sind schön anzusehen. Okay, das sieht ziemlich gut aus. Gleich ausprobieren. Yep, das ist jetzt ein süßer Rock. Ich bin so clever. Hey, darf ich auf die Party gehen? Ha, du bist das Mädchen von vorhin. Lass mich dich genauer ansehen. Ha. Okay, du bist sauber. Aber zuerst Limbo. Yeah, geh unten durch. Du schaffst es. Ja, das war lustig. Oh mein Gott, das war voll schwierig. Ich muss einen Snack essen, um Energie zu tanken. Er hat keine Ahnung. Lecker, jetzt habe ich wieder Energie für die Party. Party, Party, Party.